Im letzten Video habe ich euch versprochen, zu verraten, wie man einen Schlips in 5 Sekunden bindet. Schaut jetzt genau hin. Und los geht's! Fertig! Das war nicht zu schnell? Kein Problem! Jetzt kommt die Slow-Motion-Aufnahme, wo ich euch das Step-für-Step erkläre. Grundsätzlich ist es wirklich völlig easy und ihr könnt es nachüben, um natürlich auf der nächsten Party im Mittelpunkt mit diesem Trick zu stehen. Ihr nehmt grundsätzlich erstmal die rechte Hand, legt die Krawatte ganz normal so, als würdet ihr einen Schlips binden. Dann legt ihr die Krawatte mit der Vorderseite nach vorne zeigend über die 2 Finger. Dann über den Fingerrücken tut ihr quasi in den rechten Arm die Krawatte durchschleifen, dass ihr dann quasi schon mal eine Schlaufe über euren Fingern liegen habt. Dann nehmt ihr die anderen 2 Finger, dann verdreht ihr die, dass der Zeigefinger, hier seht ihr den Zeigefinger, auf der Vorderseite auf der Krawatte ist. Ihr dreht die Krawatte so ein, ich zeige es nochmal, eindrehen und steckt dann die rechte Hand in diese Schlaufe. Dann seht hin, habt ihr quasi 2 Schlaufen, 2 in sich verdrehte Schlaufen und braucht nur noch das Ende hier reinzustecken und greift es mit den 2 Fingern, die hier drinnen stecken, einfach an, zieht es durch, tut kurz anziehen und habt quasi schon einen perfekten Slips oder Krawatte, wie ihr es halt nennen wollt. Und ihr könnt es dann natürlich noch ein bisschen richten, nicht zu fest ziehen, weil es sieht meistens dann nicht so schön aus. Also den Knoten meine ich, natürlich könnt ihr es dann schon an den Kragen ranziehen, aber so könnt ihr wirklich innerhalb von 5 Sekunden eine wunderbare Krawatte, einen schönen Knoten binden und könnt es anwenden, wenn ihr keine Zeit habt oder wenn ihr im Mittelpunkt bei der nächsten Veranstaltung stehen wollt. Wenn ihr es schafft, mich zu toppen unter 5 Sekunden, dann schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt, weil ich nehme gerne das Battle auf und mal schauen, ob wir vielleicht sogar die 4,5 Sekunden schlagen. Ich freue mich. Und ganz wichtig, jetzt nicht einfach von diesem Video abhauen, denn unterhalb vom Video findet ihr einen Link zu den Artikeln, wo ich das alles nochmal detailliert beschrieben habe, damit ihr es üben könnt. Und vergesst mich nicht, hier oben zu abonnieren auf mein Logo. Und die Daumenlein werden auch natürlich immer gerne gesehen. In diesem Sinne, klickt einfach unterhalb vom Video auf den Link und ich freue mich, euch die nächsten Tricks zu zeigen. Und das ist ja noch der einfache Knoten. Wenn ihr noch mehr solche Tricks haben wollt, dann wie gesagt, sehe ich das, indem ihr mich liked und abonniert. In diesem Sinne, nutzt die Kommentarfunktion und ich freue mich auf eine gute Diskussion und auf ein leckeres Battle durch.